Moin moin und wieder herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder einen Energiebericht. Diesmal der Energiebericht der Kalenderwoche 23 des Jahres 2021. Wie viel hat meine Eigenbau-PV-Anlage erzeugt? Wie viel habe ich davon selbst nutzen können? Und wie viel Kilowattstunden habe ich somit eingespart? Viel Spaß, bleibt dran! Ja, schön, dass ihr wieder zu mir auf meinen Kanal gefunden habt und euch wieder diese wöchentlichen Balken hier mit mir zusammen antun wollt. Für alle neuen Zuschauer oder Interessierten, was ich da für eine Anlage denn habe, verlinke ich jetzt oben in der Ecke eine Infocard mit einer Playlist, wo ihr euch darüber genau informieren könnt. Viel Spaß bei dieser Playlist. Grundlegend, der grüne Balken ist das, was meine Anlage erzeugt hat, beziehungsweise ich von der Erzeugung selbst genutzt habe. Von 0 bis oben zur grauen ist zusammengefasst der Energiebedarf des Tages. Und der rote Teil hier unten drunter ist der ungenutzte Überschuss meiner Produktion. Die Kalenderwoche 23 fing sehr träge und schleppend an. Am Montag nur 28% des Bedarfes gedeckt. Am Dienstag dann schon 52%. Am Mittwoch waren es 56%. Donnerstag dann 73%. Freitag 60%. Und der Samstag. Der Samstag war der Knaller der Woche, der Knaller des Monats, der Knaller des Jahres. 85%. So viel habe ich noch nie abgedeckt, seitdem ich diese Aufzeichnung hier laufen lasse. Ja gut, und Sonntag dann halt wieder 78%. Ne? Das macht also für diese Woche eine Erzeugung von 39,5 Kilowattstunden. Nein, nicht Erzeugung, sondern genutzte Erzeugung. Und eine Einsparung von knapp 10,65 Euro. Die gesamte Woche hatte ich einen Deckungsgrad von 62% meines Energiebedarfs. Was man jetzt hier in dieser Woche sehr gut sehen kann, ist, dass zum einen meine Anlage wetterabhängig ist. Hier war das Wetter sehr trüb, regnerisch. Es war den ganzen Tag wolkenverhangen. Ein dichter Schleier hing am Himmel. Es kam kaum Sonne runter. Es war auch ein ganz komisches Lichtverhältnis hier. Also ja, die Wetterabhängigkeit kommt dazu. Und es kommt dazu, dass wenn ich wenig Bedarf habe, wenig Energie brauche, auch wenig erzeugt wird. Da ich ja nicht wie bei einem Balkonkraftwerk 100% der Sonne ab ins Haus schicke und alles das, was ich verbrauche, verbrauche ich und das, was ich nicht verbrauche, verbrauche ich nicht. Ich versuche es so zu regeln, dass ich wirklich nur das mit meinem Wechselrichtern erzeuge, was auch wirklich verbraucht wird bzw. benötigt wird. Aufgrund der Regelträgheit kommen dann hier diese Überschüsse zustande und auch aufgrund des Balkonkraftwerks, was ich hier auch noch mit am Laufen habe. Wenn das 300 Watt produziert und ich in dem Moment aber gerade nur 120 brauche, dann sind das halt schon mal 180 Watt, die ungenutzt weggehen. In der anderen Zeit macht mein Zahn 1000 Wechselrichter halt nichts in dieser Zeit, aber trotzdem, das ungeregelte Balkonkraftwerk feuert dann voll Überschuss ins Netz. Ja, das waren die Balken für diese Woche. Ich finde, die Woche lief ganz gut, wenn man den Montag mal ausklammert. Aber allgemein bin ich doch immer noch sehr zufrieden. Aber die neue Regelung des Sun 1000 schreitet mit großen Schritten voran. Es ist jetzt nicht mehr nur der Andreas, der da aktiv mithilft, mitmacht, das Ganze vorantreibt, sondern auch jetzt ist noch der Jörg dabei. Der Jörg ist ein Elektronikass, also was der da werkelt und macht
mit den kleinen Platinenbauteilen. Das ist echt Respekt, Wahnsinn. Ich bin immer noch überwältigt von der Geschwindigkeit, mit der das Ganze jetzt voranschreitet. Und ihr könnt gespannt sein. Also wenn das alles wirklich so klappt, es sind schon diverse Versuchsaufbauten und Testläufe im Gang. Und ja, das könnte was richtig Großes werden. Das könnte sehr simpel werden. Das könnte auch, ja, seid gespannt, seid gespannt. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig drauf, dann, wenn wir das endlich so weit haben, dass wir das mal richtig testen können und richtig aktiv über einen längeren Zeitraum auch laufen lassen können. Aber seid gespannt, die beiden, die sind der Hammer. Das wird was. Also ich bin da sehr zuversichtlich. So, das war's für die Woche. Das war's für den Stand des Sun 1000. Nächste Woche Sonntag kommt ein neues Video. Und nein, nicht nächste Woche. Diese Woche Sonntag. Entschuldigung. Am nächsten Sonntag kommt das neue Video. Und ich sage jetzt auf Wiedersehen. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, bleibt gesund und so weiter und so weiter. Und teilt das Video und schaut auch gerne die anderen Videos an, wo ich meine Anlage beschreibe und alles Mögliche. Ich habe mich gefreut, dass ihr zuschaut und auf Wiedersehen. Thank you.